Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Blood Bowl 3 und der League of Cakes. Oh, ich darf heute gegen Ginny Fix spielen und die schubbigen 80, das ist natürlich immer eine Herausforderung. Wir werfen einen ganz schnellen Blick auf die Tabelle und dann schauen wir uns hier wie immer die Teams an. Also wir sehen, es wurden natürlich schon einige Spiele gespielt an diesem Spieltag, aber Ginny Fix ist theoretisch noch Tabellenführer. Azure und Black Panther haben ihn eingeholt, haben allerdings beide ein Spiel mehr. Also Ginny Fix hat ja immer noch die Chance, seinen 3-Punkte-Vorsprung zu verteidigen heute. Hat beim letzten Mal gegen Krümmelmonsters Keksbande gewonnen. Azure hat 1:1 gegen die veganen Fernsehstars von Black Panther gespielt, also die Jungs hier vorne haben gegeneinander gespielt und die Rubber Duckies haben gegen die Cruella Cakers in einem wirklich spektakulären Match verloren. Leider, aber so ist es halt und The Cake is a Lie haben 1:1 gegen die Dead Street Boys gespielt. Ja, also für Ginny Fix geht es heute darum, die Tabellenführung quasi wieder alleine zu erringen. Da würde ihm ein Unentschieden reichen. Aber natürlich will er hier auf Sieg spielen. Ist ja ganz klar. Und da schauen wir uns die Teams mal an und gucken, wie leicht das heute für ihn wird oder wie schwer. So, und da gucken wir zuerst mal auf das Team von Ginny Fix, die schuppigen 80. Fiese, böse Echsen. Die Blocker haben alle Block. Einer hat Tackle, einer hat Mighty Blow. Das ist natürlich nicht so richtig easy. Ein Chameleon Skink haben wir hier mit Diving Catch. Das wird auch eine schwierige Nummer, denke ich mal. Einen Skink hat er mit Sidestep. Der Coxigor hat Guard drin. Ja, der hat noch einen Skink mit Wrestle. Ein mit Dauntless, oh, das ist auch keine schlechte Idee, ne? Also die werden alle zufällig geskillt worden sein, die Skinks, denke ich mal. Beim Chameleon Skink bin ich mir dann nicht so, doch wahrscheinlich schon, ne? Denn, na, vielleicht für den Kickoff, vielleicht hat er es für den Kickoff mit Absicht so geskillt, weiß ich nicht, möglich wäre es. So, und was haben wir, was habe ich heute dem Ganzen entgegenzusetzen? Die Rubber Duckies. Tja, ich glaube, da kann keiner irgendwie leveln, befürchte ich. Also das ist jetzt so, wie es aussieht hier. Also die Blitzer alle mit Guard immerhin gegen die Sauri heute. Da müssen wir mal gucken, wie viel das bringt. Einer mit Mighty Blow, der wird heute ganz wichtig. Die Catcher beide mit Block und Sidestep auf jeden Fall. Das könnte wichtig werden, um ein bisschen das Spiel breit zu machen. Aber die Echsen sind ja nicht gerade langsam. Der Werfer auf jeden Fall mit Block. Und da haben wir einen Lineman mit Wrestle. Und das ist es im Großen und Ganzen. Also, puh, es wird schwierig auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was Ginny Fix dazu zu sagen hat. Der hat bestimmt richtig Bock. Da ist er auch schon, Ginny Fix, mein Lieblingsgegner für heute zumindest. Hi! Für heute? Das klingt ja gut. Ja, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht revidiere ich die Aussage auch nochmal, je nachdem, ja, wie sehr du mich verprügelst. Ja, diese typischen Spiele Gin gegen Gin. Ja. Ein paar hatten wir tatsächlich schon, ne? Mhm. Wir hatten schon ein paar. Wie ist es bei dir bisher gelaufen, die Saison? Mittelprächtig. Beim letzten Mal, ich glaube, du hast es auch gesehen, ne? Gegen die Cruella Cakers war natürlich bitter. Ja klar, du hast es gesehen, du warst da. Hm. Das war natürlich ein bisschen bitter, aber hey, ist halt so, ne? Kann nicht immer klappen und ansonsten, das Team hat sich ja ganz gut entwickelt, das muss man sagen. Ja. Mit dem Team bin ich ganz zufrieden. Also der Ogre spielt auch ganz gut mit meistens. Von daher alles cool eigentlich soweit. Und sammelt kräftig SPP. Also ich meine, da hat schon wieder 10, also da fehlt dir nicht mehr viel. Naja, der ist auf dem besten Wege. Aber ich habe gesehen, bei dir die Sauri sind alle schon richtig gefährlich. Ja, die haben
die haben alle ein Level ab. Guck mal auf deine Blitzer. Ja, das, die sehen genauso aus. Ja, außer dass sie keine Stärke 4 haben und keine Rüstung 10. Nee, aber deine Saurier haben ja tatsächlich erst schon Block, ne? Einer mit Tackle, einer mit Mighty Blow dabei. Also, da ist es nicht schlecht. Noch 4-mal Guard, dann sieht's gut aus. Ja, das fehlt noch. Aber sonst sehen die wirklich vernünftig aus. Mal sagen, der James hat jetzt gerade jetzt seinen Block gekriegt, der Harry hat gerade jetzt seinen Tackle gekriegt. Achso, gerade eben erst, na, da freue ich mich ja gleich richtig. Ja. Das waren 2 gute Level-Ups, muss ich sagen. Die kommen zum günstigen Zeitpunkt. Ah, sehr schön. Ich warte halt noch auf den Super-Skink, aber der will nicht kommen. Der Super-Skink, was müsste der haben für einen geilen Skill? Ah, also Zufall, also ich habe, also es gibt so 3 Zufalls-Level-Ups, wo echt gut wären. Also das Beste wäre jetzt Block oder Dirty Player, das wäre richtig cool. Ja. Oder eben Surehands, aber der Super-Skink ist für mich eigentlich der, wo mit Agi 2 Plus unterwegs ist. Ach so, ja. Das, ja. Also die Idee war, er kriegt Block und dann kriegt er Agi 2 Plus und dann können wir weiter gucken. Ja, aber irgendwie. David ist doch auf einem guten Weg eigentlich, oder? Ja, aber mit Wrestle ist halt nicht so das, was man da unbedingt haben will. Auf dem Spieler will man eigentlich Block oder Surehands. Das stimmt, ja. Weil soll der Ballträger werden, aber ja. Ich habe das Gefühl, er wird's unfreiwillig. Der war eigentlich als Balljäger gedacht, aber jetzt hat er Ersatz 2 Reifen, hat jetzt Dauntless, das geht ja auch in die Richtung. Mhm. Und er Sledgehammer sammelt Punkte, ich weiß nicht warum, aber er sammelt sie. Ja. Und deswegen, wahrscheinlich kriegt der dann doch ein Setup und wenn es dann das Agi-Up ist, dann. Ja. Dann wird das halt. Da muss er es machen, ne? Da hat er gar keine andere Wahl. Das ist komplett richtig. So. Wollen wir loslegen? Ich habe schon mal drauf gedrückt. Oh, ach so, echt? Ach ja, grade tatsächlich. Eben. Ja, ich habe es gerade gesehen. Geil. Ah, ich habe Bock. Ich freue mich. Da stehen sie, ja. Die blauen Echsen. Ja. Gegen so viele böse Menschen. Er ist und ein Halbling. Böse, ja. Ja, und ein Halbling. Also wenn der aufs Feld muss, ne, dann kannst du schon mal drauf einstellen, der räumt alles ab. Mal gucken, wie schlimm das Gekloppe wird. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Ich dir auch, aber du weißt ja, wir lassen die Teams wenigstens halbwegs ganz. Ja? Die werden noch gebraucht. Wo steht denn das? Warte, muss ich nochmal nachschauen? Ja, wir haben noch eine Season danach, oder? Ja, eine haben wir tatsächlich noch. Ist das jetzt Halbzeit gerade mal in der Season und die Season drauf kommt noch, also deswegen, wir brauchen die alle noch. Ja, stimmt. Eigentlich hast du recht, aber... Versprechen kann man da ja nie was. Habe ich auch schon gehört. Ist leider. Manchmal machen die, was sie wollen, gell, die Jungs. Also, was nehme ich denn heute mit? Was brauche ich denn? Alles. Ich hätte gerne alles. Vielleicht kann ich den heute mal benutzen. Schauen wir mal. Ja, ich weiß ja, ich faul immer viel zu wenig. Ich nehme das immer vor und dann habe ich niemanden mehr, der faulen kann, weil alle am Boden liegen. Und dann ist immer doof. Faulen ist doch nicht nett. Nee, faulen ist auch tatsächlich nicht nett. Aber darum geht es ja vielleicht auch gar nicht, oder? Hallo? Warum kann ich nicht klicken? Ich kann nicht klicken. Bei mir steht Waiting for the Opponent. Ja, ich kann hier auch die Symbole irgendwie andingsen. Ich kann die Kamera drehen, ich kann alles machen. Außer quasi so ein Ding anklicken. Er braucht vielleicht noch ein paar Sekunden. Nee, ich kann nicht klicken.
Zwischendurch mal das Cheat-Programm abschalten. Oh ja, das ist eine gute Idee, das versuche ich mal gerade. Kann man Pause benutzen? Jetzt hat es funktioniert. Also Cheat-Programm abschalten war es scheinbar. Bei mir steht immer noch Waiting for the Opponent. Echt? Ja. Bild. Da rennt die ganze Zeit der Gobbo. Ach so, du bist noch gar nicht, hattest noch gar nicht die Münzwurf-Szene oder was? Doch, doch, das ist durch. Ich sehe auch das Bild, also das Spielfeld, also das passt. Okay, gut. Dann schauen wir mal, weil ich kann jetzt schon hier schön aufstellen. Aber mir steht die ganze Zeit Waiting for the Opponent da, tatsächlich. Okay, das hey, du sagst, dass deine Spiele sich bewegen soll, ist in Ordnung. Ja, wir gucken gleich mal. So, Aufstellung habe ich durch. Dann haue ich hier mal auf den Knopf. Sieht alles gut aus. Okay, wunderbar. Ja, gegen Ginnyfix hätte ich jetzt auch vielleicht eine breitere Aufstellung wählen können, damit seine Skins nicht sofort durchkommen. Aber der muss ja aufs Feld. Ich habe so ein bisschen Angst, dass er mir alles wegprügelt, deswegen versuche ich es erstmal ein bisschen kompakter. Und ich denke nicht, dass er seine Skins gleich nach vorne schicken wird. Ist der springende Punkt hier. Der Ersatzballträger, du. Deswegen schauen wir mal, was es gibt. Achso, und den Ball habe ich ihm jetzt natürlich gegeben, weil ich denke, mit wenig Spielern in der zweiten Halbzeit kriege ich eher einen Angriff hin als eine Verteidigung. Aber wir schauen mal, wie lange ich hier noch ausreichend Spieler habe. Meinst du? Ja. Ja, gut. Bisschen auf den Gegner rumknüppeln und dann gucken wir weiter. Ach, wie immer also. Warum fliegt denn der so weit weg? Das weiß ich auch nicht. Den hat der Ogre scheinbar sehr gut geworfen. Es wurde ein Stein geworfen, aber der hat niemanden getroffen, oder? Nee, sie werfen Steine, wenn man stallt. Ah, okay. Allerdings nur auf dich. Was? Das ergibt ja gar keinen Sinn. So stelle ich's. Genau. Also wenn du versuchst, in meinem Drive jetzt Zeitspiel zu machen, dann wird der Stein geworfen. Okay, dann also um es kurz zu machen, das ist wahrscheinlich eine überschaubare Gefahr. Ja, denke ich auch. So. Sichern wir mal ein bisschen ab. Was ist jetzt? Was ist los? Da kam gerade, egal, da kam gerade dieses Auswahlrad hoch, keine Ahnung warum. Ich hab doch gar nichts ausgewählt. Ich hatte auch nichts auszuwählen, also egal. Witzig. Spiel läuft noch, nichts kaputt. Gut. Ja, da ist er gleich. Direkt rausgewürfelt. Wir müssen uns da mal drüber unterhalten. Ja, da können ruhig noch ein paar von kommen, finde ich. Sehe ich auch so. Ein paar von denen könnte ich noch brauchen. Nee, von denen nicht. Genau. Wenn kleine Gewalt nicht reicht, dann große. Und der lebt noch, der hat ihm den Kopf abgebissen. Wahrscheinlich sogar einen halben Oberkörper in der Animation. Ja, bei mir hat er mit der Faust zugehauen tatsächlich. Nee, bei mir hat er Vollgas gegeben. Oh. Ich finde die Sauri, die Echsenmenschen allgemein haben sehr schöne Animationen, ne? Ja. Okay, also sie lang gut zu. Das muss man jetzt ziehen lassen. Sie lang ja hier richtig zu wieder. So wie sich das gehört. Nee, so nicht.
Feuer machen. So. Und jetzt der letzte nimmt den Ball auf. Auch solide. So, und da muss ich mich jetzt durchprügeln, sagst du, ja? Du musst nicht. Keiner zwingt dich hier zu irgendwas. Es sieht aber anders aus. Da geht's ja schon wieder los. Er hat ja sein komisches Dings da. Pro, ja, der weiß einfach, wie das Spiel funktioniert, der Mann. Jetzt rennt er weg. Ja, klar, was soll der vorne? Der hat seinen Job gemacht. Jetzt erstmal Urlaub. Diese verweichlichten Spieler. Ja, es ist halt so. Ja, so früh jetzt eine Unterzahl sein, ist natürlich ein bisschen blöd schon mal. Der Krog sogar spielt auch mit. Schade. Aber der Kroxigor hat wenigstens keinen Block, deswegen habe ich ihn gerade als Ziel ausgewählt. Ne? Und Rüstung 10 haben wir sowieso alle. Also solange ich da an keinen Skink rankomme. Er steht ganz, ganz schlecht da, der Junge. Ist egal, auf wen von den Großen ich hau. Da ist der Kroxigor eher fester, noch schöner, das reichste Ziel. Ja. Man nimmt, was man kriegt. Ja, ein K.O. hast du ja schon. Nicht schlecht. Die Quest da noch, dann haben sie es gepackt. Eieiei. Ja, solange hier so viele von meinen Spielern am Boden liegen, kann ich natürlich nicht wirklich irgendwas tun. Aber mal gucken, vielleicht ergibt sich irgendwie was. Mal gucken. Aber es sieht solide aus. Ich muss da wirklich einen rausprügeln, befürchte ich. Ist unnötig. Nicht unnötig Risiko machen. Doch. Mach ruhig.
So, die Jungs binden hier seinen Saurus, aber mehr machen die leider nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob Lil Flashy und Mark sich wirklich so sehr mögen, wie du glaubst. Doch, doch. Natürlich mögen die sich genauso sehr. Funktioniert ja wieder alles super hier. Der war richtig unschön. Ich finde ihn gut. Nee, mehr das davon. Ist jetzt so. Das ist so Richtung, jetzt muss ich meinen Plan ändern. Das klappt jetzt so nicht, wie es soll. Ja, das ist scheiße. Plan ändern macht nie Spaß. Nee. Erfahrungsgemäß geht es nämlich dann schief. Nein, nein. Einfach ein bisschen mehr Risiko, dann läuft das. Ballträger einfach mal frei stehen lassen oder so. Passiert ja nichts. So, jetzt habe ich hier schon mal ein Teil C erreicht. Ne, sein Coxigor kann ich mitspielen. Eine Lücke habe ich dadurch natürlich trotzdem noch nicht. Aber eine kleine Gefahr wird hier ausgestrahlt. Ne? Sein Coxigor mit Guard fällt jetzt aus. Das heißt, er kann meinen Ogre nicht so direkt angreifen, wie er es gerne hätte. Ja, zumal ich auch noch einen Guard-Spieler daneben zu stehen habe. Und das bringt ihn, glaube ich, so nicht weiter, dieser Angriff. Aber er macht die Seite hier drüben frei auf jeden Fall. Aber Sicherungsspieler sind ja da. Müssen wir nur gucken, ob er die Box da vernünftig zubekommt. Einen hat er hier noch zum Spielen und der Rest sind dann Skinks. Zieht er den hier hin, da hin irgendwo? Wir schauen mal. Ja, der Ball geht auf jeden Fall auf die Seite. Damit war zu rechnen. Und noch ist er auch frei. Und die Ecke wird... Nee... Ja, ich schätze mal, der Saurus wird hier die Ecke zumachen. Wo genau, werden wir gleich sehen, vermute ich. Aua. Weg vom bösen Ogre, oberste Regel. Aber der und draufknüppelt ist noch besser. Der Ogre tut doch gar nichts. Doch, die sind böse. Nein. Der ist ein ganz lieber. Der kann das nur nicht so zeigen, gell? Der hat doch sogar schon so einen richtig netten Namen. Ja, schade. Bis eben hätte ich hier vielleicht noch einen vernünftigen Block hinbekommen. Jetzt wird es schon wieder schwierig. Müsste ich erstmal durch ihn hier durch, denke ich. Das könnte funktionieren. So, ich werde hier schon wieder zu Dingen gezwungen. Der Ogre macht seinen Job. Unfair. Ja. Ja, das ist echt, also... Das Pro funktioniert bei dir ganz gut, gell? Ja. Das funktioniert. Für die Spiele gesehen. Ja, das funktioniert wirklich ganz gut. Also klar, manchmal fällt es aus, aber so im Durchschnitt ist es echt, echt mächtig. Ich muss zugeben, ich gehöre zur Block-Fraktion. Ja, das, ich wollte es auch einfach mal ausprobieren. Und ich denke, Block ist insgesamt auch cooler und nützlicher. Aber ich bin jetzt nicht super unzufrieden beim Pro.
Da kommen sie angeflitzt. Ja, ja. Lässt denen ja keine andere Wahl. Und tun so, als wollten sie die Seite dicht machen. Wer weiß, was sie in Wirklichkeit vorhaben. Ja, das weiß man immer erst hinterher. Irgendwo muss hier ein Nest sein. Es werden immer mehr. Weniger. Zwei sind doch schon draußen. Oh. Boah, finde ich das jetzt gut? Also tendenziell müsste ich den, glaube ich, rerollen. Na, klasse. Genau, schieben ist viel besser. Nee, schieben war die falsche Idee. Ach nee, ist doch nicht dein Ernst. Also das Gute ist mal, sich den auf jeden Fall noch sicher. Ja. Da kann jetzt nichts wirklich Großes passieren. Also den Saurus hätte ich auf jeden Fall hier drin stehen lassen sollen, da einfach den Both Down nehmen sollen und das wäre deutlich besser gewesen. Das war nicht so gedacht, aber okay. Das war auch nicht so gedacht, ist aber immer noch okay. Bist du mal dahin. Du bist mal dahin. So, du tust jetzt mal die Samthandschuhe ausziehen. Sag ich doch. Ja, und deswegen wollte ich einen Reroll nehmen, um wenigstens die Chance haben, ihn nochmal zu benutzen, weil er ihn natürlich fokussiert, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Aber jetzt... ja, ein Guard habe ich hier am Kroxigor dran, das bringt mir noch nicht super viel. Aber kann der noch werden. So, was machen wir? Wo rechne ich mir eine gute Lücke aus? Ne, hier hinten, der Blitz wäre natürlich cool gewesen. Der funktioniert jetzt so nicht mehr. Hast du gut zugestellt. Finde ich doof. Ja, ich meine, es ist ja ein doppelter Cage. Ja. Da ist ja alles doppelt gesichert. Ja, aber der eine Skink, der hätte da ruhig stehen bleiben können, finde ich. Der stand da gar nicht so verkehrt für mich. Nee, das ist so die andere Sache. Die Skinks sollen so stehen, dass sie nicht geknüppelt werden. Ja, aber der Ogre hatte sich schon ein bisschen drauf gefreut. Der soll sich um andere Sachen kümmern. Der könnte jetzt auch mal die 1 würfeln. Wahrscheinlich kommt das jetzt sogar. Dass er genau jetzt Pause einlegt. Ich hoffe nicht. Da ist eine 6. Die 6 ist es. Da ist eine 6. Aber er haut zumindest nicht so arg zu, das geht also noch. Nee, das ärgert mich auch immer so ein bisschen. Der könnte ruhig ein bisschen doller, der Mann. Aber er möchte noch nicht so. Hat das Prinzip irgendwie noch nicht so richtig verstanden, befürchte ich. Oder er hat es richtig gut verstanden. Nee.
Ach, hinterher darf ich mich ja nicht mehr bewegen nach dem Foul, richtig. Wäre ja noch schöner. Ja, schöner wäre es auf jeden Fall. Ja, das war schlecht. So, Klammerschwanz bringt nichts, wunderbar. Dem hätte ich noch keine Ahnung mitgegeben. Also der Ogre steht jetzt auf jeden Fall erstmal in einer richtig gefährlichen Position da vorne. Hier der arme Lineman wird natürlich komplett verprügelt. Das ist auch klar. Aber der Ogre steht da schon an der, ja, am zweiten Cage quasi dran. Ne? Und der Kroxigor könnte hier mit Guard rein. Bringt aber auch nicht unendlich viel. Stattdessen kommt der Blitz hier drüben und da deutet sich schon ein bisschen der Seitenwechsel an, ne? Nachdem ich hier relativ massiv gestellt habe. Schauen wir mal, was der Plan ist. Aber mein Catcher steht auf jeden Fall weiter hinten und weiter an der Feldinnenseite als sein Chameleon Skink, der den Ball ja noch hält im Moment. Und auch weiter innen als die nächsten beiden potenziellen Ballträger. Ja, von daher passt das erstmal. Ja, wo wollen die denn alle hin auf einmal? Weg von deinen bösen Spielern. Aber ich habe doch gar keine bösen Spieler. Die sind doch alle sehr nett. Das sehe ich ganz anders. Na guck mal, bei dir liegt noch keiner auf der Bank. Das können wir machen. Machen wir es so. Dass da noch einer hinkommt. Der kann sogar mal da bleiben. Oder komm, er geht zu dem. Die wollen auch zusammen spielen, dass sie nicht vereinsamen. Hm, weiß nicht. Nein! Was war das denn? Oh, die Doppel 1! Oh, ist das bitter. Und er ist noch K.O. Und der Ball liegt gut. Ist das übel. Schönes Ding. Das ist halt ganz, ganz bitter. Die Doppel-1. Oh je. Ja. Da muss ich jetzt wohl irgendwie tätig werden, befürchte ich. Ich fürchte, das fürchte ich auch. Und wieder mal ist dieses eine Movement weniger, wo der Junge hat, echt wichtig. So, du musst da hin. Das. Ach, der Rush. Okay. Boah. Das ist nicht dein Ernst. Er hat immerhin mal den Ball aufgehoben, ohne wohl ihm in der Tackle-Zone. Ist ja auch nicht schlecht. Aber wie viele Einsen will der werfen, ey? Was hast du denn jetzt gemacht? Wo hast du den hingepfeffert? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn nicht. Ach, ganz dein. Das ist ausgeschmissen. Ganz nach hinten. Ich weiß es nicht. Den kriege ich doch nicht mehr in die Touchdown-Zone. Doch. Du hast ja schnell Spieler. Aber so schnell auch wieder nicht. Ach du Scheiße. Der ist ja. Ich weiß nicht, wo der Ball überall hingeflogen ist, ehrlich gesagt.
ist jetzt ein bisschen blöd. Vor allem, ich habe das Gefühl, dass seine Jungs, wenn sie die Chance haben, da durchrennen. Möglich. Das sind so Unsympathen, die machen sowas. Ja, ja, ja. Die stehen quasi schon in Lauerstellung für so einen Quatsch. So, da ist halt das Ding, dass er jetzt wirklich zaubern muss. Ne? Er kann ja kein Passspiel aufziehen. Er muss da irgendwie was mit einer Ballübergabe machen. Und dann wird es wirklich eng in drei Zügen, da was zu zaubern. Aber machbar ist es auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich vorher hier den Skink boxen sollen oder irgendwas. Das wäre noch eine Idee gewesen. Aber ich dachte, wenn der Pass halt funktioniert, muss ich halt irgendwie anders durchlaufen. Oder wenn er, ja okay, wenn er nicht funktioniert, habe ich natürlich nicht bedacht, ne, dass der Turnover dann automatisch ist. Und dass ich dann auch nichts mehr machen kann. Also ein kleiner Denkfehler an der Stelle. Jetzt wird er zur Strafe auch noch gehauen für den missglückten Pass. Das war auch ganz unfair, was er gemacht hat. Missglückten Pass werfen? Na, weiß ich nicht. Wenn das schon als unfair gilt. Nee, das davor. Den Ball da einfach mitnehmen. Also ja. Einfach. Mit 30 Millionen Rerolls. Oh, jetzt haben sie es ging's eilig, ne? Ja. Irgendwie schon. Aber Pickups funktionieren ja wenigstens. Was hast du schon wieder gewürfelt? Eine Doppel-2. Ja. Ein Quatsch hat er gewürfelt. Und der kommt halt nicht wieder. Nee. Wobei bei den fehlen Dreier, da ist auch die Chance gut, dass irgendeiner von denen die Pause ernst nimmt. Ha, kleinere Probleme. Dann habe ich es wahrscheinlich richtig gemacht. Ja, ja, irgendwie ja. Vielleicht den Croxy vorher noch hauen lassen sollen. Nee, das wäre jetzt nicht so cool gewesen, oder? Sieht ja jetzt ja alles nicht so gut aus. Ich glaube, ich kann es nur falsch machen gerade. Schon wieder kein Netter. Nee. Könnte sein, dass Net vorbei ist. Ich weiß nicht genau. Das ist passiert. Ja, aber im Nachfassen hat er es immer. Zum das Glück kann er halt. Hat er geübt, ja. Und heute langt er auch mal richtig zu. Langsam müssen wir mal reden. Das sehe ich gern.
Ah, okay. Das hat auch funktioniert, wunderbar. Ah, aber das nicht. Ja, ich hätte gerne noch einen zweiten Spieler hier drüben zur Absicherung gehabt. Das fällt jetzt leider aus. Genau dahin möchte er nämlich hier rennen. Ja, aber er kriegt da die Ballübergabe nicht zustande. Ist dadurch hier nur knapp in Touchdown-Reichweite. Also mit zwei Rushes müsste er das machen, wenn er dort stehen bleibt. Deswegen hätte ich eher gedacht, er lässt den Chameleon Skink aufstehen, übergibt da den Ball. Aber scheinbar nicht. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendjemanden gefährlichen hier drüben ranbekommen. Ja, ich hätte ihn doch hier rüberziehen sollen, um dazu zu machen. Das wäre im Endeffekt besser gewesen. Aber mal schauen. Wenn ich da hinten die Linie zustellen kann, dass er da nicht gut durchkommt, sondern sehr viel würfeln muss, reicht das vielleicht auch für den Moment. Der schubst. Ja, ich weiß nicht, ob er hier alles gut genug abgedeckt bekommt, dass ich da nicht auf den Beiträger durchkomme. Aber dass Estienne hier ausgefallen ist, hat es ihm schon enorm vereinfacht, glaube ich. Dadurch hat er mindestens einen Spieler mehr zur Verfügung. Also könnte funktionieren. Weiß ich, wo der hin soll. Ja, irgendwo wirst du schon noch ein Plätzchen finden. Da willst du also zumachen. So, und wie soll ich da jetzt rankommen, bitte? Wie hast du das gedacht? Ja, also jetzt schon mal gar nicht. Ach so. Das hört sich ja voll dumm an. Der hier spielt natürlich auch noch mit.
Also Pro ist für den Junge der Hammer. Ja. Der macht jedes Mal die 1 gefolgt von der 6. Oh nein. Ja, schade. Bin ich dran. Blöd. Dann halt so. Oh. Nichts passiert, alles gut. Das ist ja. Hätte mal ordentlich drauf geknüppelt, hat er. Er kommt auch noch dazu. Der braucht maximale Hilfe. Boah. Mache ich das jetzt mit einem Go-For-It oder mit einer Ballübergabe? Beides scheiße, ne? Ist beides dasselbe. Also normal müsste dieses Diving Catch müsste ihm ja eigentlich plus 1 geben. Bei Ballübergaben glaube ich nicht, ne? Nur wenn geworfen wird, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ach komm, was soll's. Ja, ja, nur bei Pass oder Kickoff. Stell du dich mal dahin. Stell du dich mal dahin. Vielleicht fängt dann ja, wenn es schief geht. Hui, da ist er durchgewuselt. Aber es ist immer wieder der Hammer. Also der Spieler, dieser David Sledgehammer, kriegt von mir eigentlich nie den Ball am Anfang. Nie. Und er macht einen Touchdown am anderen. Ja. Ja. Landet er immer irgendwie bei ihm. Ja, schön. Ja, am Schluss hat er die Pille. Der hat halt ein gutes Auge fürs Spiel. Daran wird's liegen. Ach, der Saurus kommt zurück auch noch. Das ist ja ärgerlich. Der wird auch noch gebraucht. Nein, der kam weg. Was sind das so viele Spieler? So, jetzt muss natürlich was ganz Spezielles passieren und das bedeutet der Halblingwurf steht ins Haus und dann muss ich schauen, ob das irgendwie eine Chance hat zu funktionieren. Mit Lil Flashy. An dem und Matthias ist, glaube ich, oder? Ah ne, Gozo ist es natürlich, ja. Falsches Team. Gozo ist es. An den beiden hängt es jetzt. So hast du das also geplant. Bin schnell gucken, was passiert. So, wo versteckt sich denn mein kleiner Halbling? Da ist er. Den bräuchte ich jetzt einmal.
Ach, mein Werfer ist draußen geblieben. Ach, ich dachte, der wäre zurückgekommen gerade mal. Naja. Ich glaube, der Werner ist zurückgekommen, oder? Der, naja, der wo schon die Verletzung hat. Naja, der unnütze Lineman. Wollte gerade sagen, der hat aber auch schon ganz schön gelitten. Ja. Wäre es hier an der Zeit, den zu ersetzen? So mal Zufallslevel ab und dann gucken, was passiert. Wenn es nicht gut ist, dann sagt man, war schön mit dir. Tja, weiß ich nicht. Also der hatte jetzt nichts Ernsthaftes, sag ich mal. Oh, ein Hockey Town ist auch nicht gerade schön. Ist richtig. Ja, so muss es funktionieren. Müssen klingt zwanghaft. Ah. Das hier ist natürlich ganz blöd. Ja, aber vier Spieler bringen mir halt nichts. Das ändert nicht so wirklich viel. Ah, doch, das ändert schon was. Stell ich gerade fest. Denke ich auch. Aber auch nicht die Welt weghauen kannst, nee. Hätte sogar noch aggressiver stellen sollen, es wäre noch besser gewesen. Ja, oder auch. Jetzt alle an den Oger ranstellen sollen eigentlich, damit ja, er auf dann kann gar nichts passieren. Ja, ja, auch mein theoretisch kannst du dann immer noch versuchen, irgendwie frei zu pushen. Ja, natürlich. Aber es wäre besser gewesen, an den Oger ranzugehen. Ja, es wäre deutlich, deutlich schwieriger geworden auf jeden Fall. Ich meine, dann pusht den Oger eins nach hinten und dann hast es auch wieder, kriegst du aber da raus, du hast genug Garde. Aber ich hätte zum Beispiel auch den einfach ein zweiter, den Croxy ein zweiter nach innen stellen können. Nur den Croxy, das ist schon. Ja, genau, wenn den an den Oger noch angebracht hättest, irgendwie, ne? Ja, oder besser oder gewesen. Die beiden Jungs auf der Linie einfach, das hätte, glaube ich, auch gereicht. Das wäre deutlich unangenehmer gewesen. Das sieht gut aus. Ja, aber das spannende Teil kommt jetzt. Ist ihn nicht. Ja, zum Glück hat er Pro. Ja, warte. Okay, guter Wurf. Hat mir gefallen. Was ist nicht die Stärke deines Teams? Hat mir gefallen. Nee. ja, gut. Hat er den in die Ecke gepfeffert? Ja. Aber sowas von. Aber beide wieder gleich viele Spieler. Ja, tatsächlich. Und mein Halbling ist auf dem Feld. Jetzt geht's also rund. Jetzt kann ich nichts machen. Jetzt. Ja, sehr gut. Werfer ist schon wieder draußen geblieben. Na super. Ich dachte, ist der andere wieder da. Ja, den anderen will ich aber nicht. Ich will den Werfer haben.
Immer dieses Rumgememme. Ja, ist so. Will ich es denn machen? Blitz ist gut. Natürlich. Ja, ja. Blitze sind meistens gut. Mhm. Wie machen wir es jetzt am cleversten? 4 Spieler. Nein, das muss ich schon versuchen. So, das war einer von vieren. Puh. Könnte unangenehm werden mit dieser riesen Lücke dort. Ja, genau so nämlich. Mal schön ran an den Ball oder dahin, wo er potenziell aufschlägt. Das sieht unangenehm aus. Was? Er fängt den nicht mal. Das hätte ich jetzt erwartet. Ich würde immer sagen, es wird Zeit gewesen für den ersten Touchdown von Mark. Ja, oder? Ich hätte auch gedacht, einfach mal fangen das Ding vielleicht. Aber der Ball liegt auch extrem schlecht. Na, extrem schlecht aber auch nicht. Ja, mit schlechter hätte er nicht, viel schlechter hätte er nicht ballen können. Das war das Beste, was zumindest Raul was drin war. Hm. Deswegen, ich war am Überlegen, noch ein Skink mehr nach oben zu ziehen. Aber ich hab mal gedacht, mache ich so. Unangenehm, unangenehm.
ich hab's verkackt, ne? Sehr gut. Wirkt komisch. Ja, der Ball liegt im Weg, stelle ich gerade fest. Das ist natürlich jetzt doof. Ja, das habe ich verkackt. Dann müssen wir das woanders. Kleine Planänderung. Aber jetzt fängt noch der Croxy, oder? Fast. Tja, und dann? Das ist jetzt richtig beschissen hier. Reihenfolge war auch sehr interessant, auf jeden Fall, sage ich mal. Aber er hat zumindest mal den Ball. Ja, immerhin. Machen die sich alle dünne? Ja, klar. Was sollen die machen? Was sollen da vorne? Der Ball ist ganz woanders. Kein Grund wegzurennen. Die rennen ja nicht weg. Die stellen sich nur neu auf. So. Immer der böse Oger. Immer der böse Oger. Ach, wieso böse? Gerade eben. Der dachte sich, hier, der James, der sieht so ein bisschen müde aus. Dem gönnen wir eine kleine Pause. Ja, da habe ich mich gerade ein bisschen verkalkuliert, ne? Der Ball lag hier, das Feld wollte ich eigentlich zum Blitzen benutzen. Hat dann natürlich irgendwie gar nicht so gut geklappt, aber naja. Der ist sehr gut. Nein, der ist nicht gut. Der ist gar nicht gut. Also ich vermute mal, den Blitz wird es auf den Oger geben, ne? Den kann er jetzt komplett umschwärmen mit allem. Steht so ein bisschen im Weg. Weil der halt sehr, sehr isoliert ist. Mal schauen, was er wirklich vorhat. Da steht im Weg. Das ist natürlich jetzt blöd. Da müssen wir noch einem wehtun. Mal gucken, wem. Da gibt es zu viel Auswahl.
Nehmen wir den. Das ist der dritte. Zwei Doubles, Gas in der Doppel 1. Der war jetzt unschön. Aber naja, muss er mit leben. Ach so. Ja, dann. Ich hab ja keine Wahl. Ich meine, es gibt wenig Optionen. Das ist leider auch richtig, ja. Zumindest macht dein Oger auch eine Pause. Das ist zumindest mal doof. Nicht das Schlechteste. Weil der wäre auch blöd da unten. So, wie lösen wir das denn jetzt auf hier? Ja, und immer dran denken, Gewalt ist keine Lösung. Ich denke aber, die einzige Option im Moment. Push-Schnur. Na gut. Push muss reichen. Ja, muss er. Der war leider wichtig. So, dann konnte ich mir hier die Feldhälfte ein bisschen freimachen auf jeden Fall. Die Skinks nerven hier natürlich ein bisschen. Ginnyfix kann aber auch den Ogre nicht komplett der Wichtigste. Ignorieren. Oh, er hat auch noch Bock. Du mal dahin und stehst mal auf. Es muss irgendeiner muss dich in den Weg stellen. Und ah ja, genau, der Opferskink, der habe ich ganz vergessen. Der Opferskink. Genau. Erstmal an den Oger. Schön. Da kommt man leider häufig nicht drum rum. So geht es. Oh nein. Endlich. Den Unnützen hast du schon wieder erwischt. So, und jetzt noch dem Kleinen hier. Nein, nicht den Kleinen. Aber der hält. Ja, der hat einen stabilen Topf.
Ja, muss man sagen, der hält besser als diese komischen Linemen. So, Jungs, Vorschläge, Pläne. Ja. Vorschläge, Pläne, Verzweiflung. So, du musst erstmal stehen, denke ich. Er will nicht dranbleiben. Nö, nö. Soll ich mit einem kleinen ekligen Skink? Will denn der hin? Weg. Nicht so weit. Klar. Ach, na, hervorragend. Ja, ein bisschen mehr Bewegung von den Sauri weg hätte ich hier gerne schon geschafft, aber nö. Spiel sagt eindeutig nö. Er ist nervig. Da ist meiner nicht so hundertprozentig motiviert. Das muss man leider inzwischen feststellen. Füße lang ganz ordentlich zu, das muss man ihnen aber auch lassen. Ja, ja, das also machen da, sie ganz gut. Da sind sie also wirklich. Da ist die Motivation doch erkennbar. Außer bei dir. Das finde ich gut.
gut, das freut mich. Damit können wir arbeiten. Oh ja. Das macht er mal gut. Racker ist ein Böser. Ah, böse. Der ist halt kräftig und kann es nicht richtig einschätzen. Und dann im Überschwang, weißt du, er will ja nur spielen. Noch so einer. Die sind überall. Ach, jetzt spielt er doch wieder mit. Also der Halbling, ne, soll im Prinzip verbauen, dass die da von hinten gekauft rankommen. Ach, so einfach machst du das hier, ja. Wenn es Paul im richtigen Moment kommt, ist es meistens einfach. Nein. Günstige Position. Ja, nee, finde ich jetzt nicht. Doch, der könnte theoretisch schlechter liegen. Verdammt. Diese Sechsen zum Ball aufheben.
Aber die braucht er doch, sonst klappt es ja nicht. Das ist ja total naja, belastend. Ach. Jetzt läuft aber wirklich nicht mehr viel. Das. Oh Mann. Das ist ja hässlich hier wieder. Nee. Das alles leicht wertlos hier leider. Ja, also den Touchdown zu machen ist jetzt natürlich einfach, aber ja, es kann ihm auch egal sein, wie schnell er den jetzt macht. Ne? Er liegt dann 2-0 vorne und das kann ich halt in 3 Zügen unmöglich aufholen. Deswegen könnte er den jetzt einfach machen, so schnell wie er Bock hat. Da ist er wieder. Eieiei. Na gut. Ja, dann schon mal Glückwunsch zum Sieg auf jeden Fall. Hast du dich gemutet, sag mal.
Ja. Sorry. Ich rede die ganze Zeit und denke, nee, ich habe gesagt, der Blitz war halt auch verdammt günstig. Ja, ja, ja. War er tatsächlich. Aber gut. Meine, du hast zwar dann unter Kontrolle kriegt der Ball, aber trotzdem ist es halt erstmal ein heilloses Chaos. Ja, ich wäre dann nirgendwo richtig hingekommen. Und halt das Pau gegen den Ballträger hilft natürlich auch gewaltig. Ja, das war auch... Na gut, kann man nichts machen. So, mir fehlt noch ein Spieler. High-Kick ist doch gar nicht so kacke. Ja, vor allem für den Catcher. Aber das mit dem Diving-Catch muss ich auch ausprobieren, ob das wirklich... Also, weil früher hat es auch funktioniert bei der Ballübergabe. Ah, weil laut Beschreibung dürfte es nicht gehen, aber... Genau. Komplett gelegt, ohne Effekt, würde ich sagen. Schade. Doch mal ein. Der Wichtige. Ja, ja, in der Tat. Was will der da drüben? Nix. Ist Deko. Zum Glück spielt der Crocs überhaupt mit. Der hatte nur einen Ausfall, ne? Weiß nicht, das bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall war es überschaubar. So, Genifix kann natürlich nicht ignorieren, dass hier drüben noch ein Blitzer steht. Ne? Der ist auch durchaus relevant als Scorer.
Aber ja, doch, er sichert die Seite ab. Ja, da lässt er auf keinen Fall offen. Okay, gut. Das heißt, wir haben es hier hinten mit drei Skinks und einem Saurus zu tun. Den Rest kann ich zumindest blockieren. Aua. So, also. Oh, das ist gut, das ist sehr gut. Das ist ganz schlecht, weil das sollte doch im Weg liegen. Ja, habe ich gesehen. Aber er war genauso gedacht, dass der schön im Weg liegt. Er wollte absolut nicht. Er dachte sich, im Weg liegen ist doof und da hat er auch komplett recht, muss ich sagen. So, das ist dieser berühmte nicht Opfer-Sing, sondern Opfer-Catcher. Ah, wie machen wir es? Zwei Rerolls noch, na dann Vollgas. Was? Nein! Oh! Was hat er denn geworfen, Schlimmes? Eine 2 und eine 1, okay. Ja, ich denke, ich habe ihn ganz gut blockiert. Man kann nirgendwo einfach durch, um meinen Beiträger zu blitzen, aber... Weiß man ja gerade, wie man wehtun soll. Viel Nutzen hat das nicht. Na, gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Erstmal die sichere Bank. Genau. Zwei Go-For-It oder zwei Dodges?
Weiß nicht. Was mag Nuffel weniger? Ach komm, wir versuchen mal Erfahrungspunkte mitzunehmen. Aber sie pauen wirklich immer zum richtigen Zeitpunkt. Das ist ja wohl frech. Nebendran stellen wäre das Einfachste, aber wenn es schief geht, wird es ganz blöd. Hab mir nichts anderes mehr vor. Ach so. Okay, Battle hört, okay, kann ich mitleben. Aua. Jetzt habe ich alles Gings verloren. Na, Chameleon. Ah, doch, einer ist noch der Chameleon. Ja. So, wie mache ich das jetzt? Die andere Werkwege ist mit dem Croxy den einen weghauen und dann zwei Go-Fits für den Dreiwürfelblock. Ich finde gerade alles doof, muss ich sagen. Ich glaube, ja, ich muss mich irgendwie hier drauf verlassen. Oh. Okay, das funktioniert wenigstens. Ja, so ist es halt ganz gut möglich, deswegen hätte ich vielleicht einfach stehen lassen sollen, dann ist es echt schwer. Ja. Das wäre auf jeden Fall schwieriger gewesen. Abschluss-Touchdown. Ja. Und alles ging's nur badly hurt, das ist auch okay. Ja, keine Toten oder Verletzten dabei. Das Schöne ist, jetzt sieht es so aus, als wäre mein Team ganz übel verkloppt worden. Ja, genau, das dachte ich mir auch gerade, ne? Ah ja. Ja, ne, ich kann ja nichts mehr machen. Selbst so ein Timeout hätte ich hier nichts mehr zu gewinnen, leider. Mhm. Er tut sie nichts mehr. Wobei, das habe ich auch nicht gesehen, dass einer vielleicht mit einem blitzenden One-Turn-Touchdown macht. Das habe ich noch nicht gesehen. Oh, da, puh. Hat man eine Passaktivierung während des Blitzes? Nee, ne? Doch. Ja? Ich glaube, man kann ja alles machen, oder? Man kann ja auch blitzen und so. Also. Ja, aber Rewards darf man nicht benutzen irgendwie. Deswegen weiß ich nicht, ob es da noch irgendeine Einschränkung gibt. Du brauchst Erfahrung. Aber du hast eine bessere Chance. Nee, aber mit dem Blitz kannst du ja keinen One-Turn-Touchdown machen, weil der Ball ja noch nicht im Spiel ist. Ja, stimmt. Der ist ja noch in der Luft. Ja, stimmt. Das kann nicht gehen, hast du recht. Das kann gar nicht gehen. Ja, was? Wo ist denn hier? Da. Ein toller Wurf.
Der wäre super für einen Blitz gewesen. Sehr schnell. Ja, weiß ich nicht. Auch sehr schön. Auch gut. Ach, ich habe noch einen Reroll. Dann machen wir das anders. Jetzt noch ein kleiner Pass, oder was? Ja. Hab aber nichts anderes mehr zu schaffen. Ja, stimmt. Ach, nee. Ganz einfache Kiste. Ja, nice. Ganz einfache Kiste. Oh, die sechs zur rechten Zeit hilft. Ja. Und 8 Punkte, das heißt, könnte ihm sogar ein Level-Up geben. Ah. Oder ich spare. Ja, wahrscheinlich spare ich eh. Ja, das war's dann. Oh, na dann, Glückwunsch zum Sieg. Danke, danke. Das war auf jeden Fall wieder ein spannendes Spiel, muss ich sagen. Nennen wir es umkämpft. Ja. Aber es ist einfach, wenn im richtigen Moment der richtige Würfel kommt, hilft einfach gewaltig. Dass deine Skins auch echt alles aufgehoben haben, ne? Da hätte ruhig das mal was auch schief gehen können. Ja, ich meine, einmal hat es ja auch der Chameleon-Skin gleich gefangen. Ja. Ja, das war echt. Puh. Okay, da ist was möglich, Level-Up-mäßig. Oh nein. Doch. Oh, Werner hat den MVP bekommen. Jetzt mussten wir was Level-Up langsam geben. Ja, muss ich. Klar. Ja. Oder 2 Zufalls-Level-Up. Nee, so ein Quatsch machen wir hier nicht. Na gut. Ich danke dir auf jeden Fall. War spannend, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ebenfalls. Ich glaube, es war ein ganz gutes Spiel. Ja, denke ich auch, ne? Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann demnächst nochmal. Vermute ich. Haben wir noch ein Spiel irgendwo anders? Nee. Im Moment nicht, aber wird sich bestimmt irgendwie ergeben, irgendwas. Bist du im Pokal noch dabei? Ja. Ja? Da muss ich aber gegen Demon ran. Gegen den habe ich schon in der Gruppenphase abgelost, also... Allzu Zeit bin ich revanchiert. Ja, richtig, so ist es nämlich. Aber ich vermute, dann sehen wir uns frühestens Halbfinale, wahrscheinlich sogar Finale, glaube ich. Oh, echt? Ja gut, so weit komme ich dann vielleicht nicht. Ja, weil ich weiß auf jeden Fall, im Viertelfinale ist es Black Panther. Mhm. Und danach weiß ich es nicht. Ja, okay. Da ich vermute, weil du bist im unteren Teil vom Baum, also... Möglich. Wahrscheinlich sehen wir uns dann. Ja, sehen wir uns im Finale, ganz einfach. Machen wir so oder irgendwann anders halt. Ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Du bist Danny, ciao. Tschüss. Ja, das war wieder alles ein bisschen aufregend hier. Ja, schade, der Blitz hat mir da echt in die Suppe gespuckt, ne? Ansonsten hätte es... funktionieren können vielleicht. Also man hat ja gerade gesehen, wie schnell dein Touchdown eigentlich fallen kann. Fällt ein Touchdown? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Ja, Werner ist MVP geworden. Das weiß ich nicht, ob das geil ist. Estienne hat Punkte bekommen. Wow, das bringt ihm auch nichts. Elif Leschi hat... Obwohl, 12 Punkte? Doch, das könnte reichen für was. Müssen wir mal gucken, was wird. Marek hat 2 Punkte, das bringt auch gar nichts. Wir werfen trotzdem mal einen Blick auf die Statistik vielleicht. Ja, 16 zu 6 Verletzungen, so hat es sich auch angefühlt ungefähr.
Was haben wir denn hier noch? 4 KOs, 43 zu 24 Blocks, also fast doppelt so viele. Das ist schon... Und dann haben wir hier natürlich mein Lieblingswert. Ja, 43-16, ne, gegen ein Team mit niedrigerem Rüstungswert und 24 zu 6. Also bei mir ist jeder vierte Block erfolgreich gewesen. Bei ihm war es dann, ja, jeder zweieinhalbte. Das... Ja, nicht ganz jeder zweieinhalbte, aber circa. Ja, ist schon in Ordnung, würde ich sagen. So sah es im Spiel auch aus. Ja, Geld habe ich bekommen. Fans habe ich keine verloren. Yay, die beiden Fans bleiben treu. Bringt natürlich nicht viel. Aber da müssen wir mal gucken, was wir mit den Punkten machen. Die sind jetzt echt doof verteilt. Also Lil Flashy bräuchte für ein Secondary 18 Punkte, für ein Primary 12. Und ich denke, ich werde hier wirklich nochmal auf Block sparen. Ja, denn Ogre mit Guard und Block. Oder gebe ich ihm einfach Stand Firm? Weiß ich nicht. Was könnte er denn sofort bekommen? Ja, sofort könnte er halt Stand Firm bekommen, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, ich will ihm erst Block geben. Der macht bestimmt noch ein paar Punkte. Das dürfte hinhauen. So, Werner. Der hat jetzt genug Punkte, um sich hier mal einen Block abzuholen zum Beispiel. Und haben wir noch jemanden, der leveln darf? Nee. Leider nicht. Ja, dann kann ich ja direkt auf Expensive Mistakes würfeln. Denn mehr möchte ich gar nicht kaufen. Die Blitzer haben leider ja, so gut wie nichts bekommen. So, was verlieren wir? Ja, 30.000, der Standard. Das geht. Ja, und damit war es das für heute schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.